Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei den Lebensabenteurern. Heute geht es um das Thema, wie haben wir eigentlich unser Expeditionsmobil geplant? Und ja, ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird komplett verplant, da es überhaupt nicht leicht ist, unser System jemandem Dritten zu erklären. Aber ich probiere es trotzdem. Also bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend, auch wenn es sich jetzt erstmal nicht so anhören mag. Also einfach da bleiben, auch wenn ich noch so verpeilt bin. Also legen wir erstmal los, was war die Grundidee? Wollen wir ein Expeditionsmobil, so wie es jeder andere auch hat, also ein Allrad-LKW zu nehmen und dann zu sagen, hey, da legen wir los, da bauen wir in die Wohnkabine ein bisschen was rein und das wird schon passen. Mäh, das sind wir nicht. Und es war auch von Anfang an klar, dass wir das eben nicht sind. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, ein mobiles Haus zu bauen. Also nicht ein mobiles Mini-Fitzelchen-Ding, wo ich so ein ganz kleines bisschen leben kann, sondern wir wollen bis zum Rest eben in diesem mobilen Gebäude leben. Und wir wollen nicht in irgendeinem Gebäude leben, sondern wir wollen in einem Gebäude leben, das energieeffizient ist, das hochschallisoliert ist und dass wir uns zum anderen auch frei damit auf der ganzen Welt bewegen können. Also das war das Grundziel. Und da haben wir verschiedenste Möglichkeiten erstmal uns angesehen, was es momentan gibt. Also wir haben uns dann in den Bereich Joghurtbecher eingearbeitet, also alles, was in dem Bereich Caravan war, und haben dann mitbekommen, okay, also diese ganz dünnen Joghurtbecherwände, die sind für uns nichts. Also die sind nicht so, wie wir uns das an sich vorstellen. Sind dann gehend Richtung Expeditionsmobil gegangen, haben uns dann die verschiedensten von Multimillionären aufgebauten Riesenexpeditionsmobile angeguckt und haben da auch gemerkt, oh ja, das hat viele Vorteile, es kostet aber 30 Millionen, wenn wir da zu dritt drin leben wollen. Das war dann auch wiederum nicht unser Ding, weil wir gesagt haben, das kann sich ja auch niemand leisten. Und außerdem ist es immer noch so, dass diese Fenster einfach nichts halten, diese Türen auch nicht so sind. Und also uns hat dieser Lebenskomfort einfach gefehlt. Dann sind wir unter die Schaustellerwägen gegangen und dann haben wir uns verschiedene Schaustellerwägen angeguckt. Und dann haben wir gemerkt, okay, also es gibt diese alten Schaustellerwägen, also diese Oberlichtwägen, und die sind ja mega sexy. Also die sind, also diese Nostalgie, die springt uns, die ist uns förmlich ins Gesicht gesprungen. Und dann haben wir aber einige besucht auf der Reise. Also wir waren ja diese 7,5 Jahre, waren wir zu Fuß und ohne Geld unterwegs und wir durften ja immer jeden einfach besuchen. Und dann sind wir da hingegangen und haben sofort gemerkt gehabt, okay, also sobald da ein Auto vorbeifährt oder ja irgendwas in der Richtung, nee, da kann ja kein Mensch schlafen, da kann ja kein Mensch arbeiten. Stellt euch mal vor, da würde ich jetzt ein Video schneiden und ihr würdet die ganze Zeit Verkehrslärm hören. Es ist ja auch nicht so toll. Und vor allem mit den Slide-Outs. Also immer wenn Slide-Outs mit dabei waren, dann konnte man im Endeffekt den Wind schon hindurch pfeifen hören. Bei den Expeditionsmobilen war das schon besser gelöst oder bei einigen auf jeden Fall, wo außenrum aufblasbare Dichtungsgummis waren. Und war aber von der Schallisolation immer noch so, dass es wahnsinnig gering war. Also haben wir gebrainstormt. Wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was soll's werden? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wo wir uns am wohlsten gefühlt haben auf der Reise, das war in Containerhäusern, also in Modulhäusern. Also die waren zum einen, war das wie ein echtes Haus und zum anderen war es aber trotzdem so eine Eigenart, also die man mit nichts und mit niemandem vergleichen konnte. Also war der erste Grundgedanke, okay, wir besorgen uns einen 40 Fuß High Cube Container und in dem bauen wir unser mobiles Haus. Und da haben wir plötzlich durch einen Zufall aus Rumänien haben wir so einen alten, ja, so ein altes Mobil ausgefunden, das natürlich überhaupt keine Qualität hatte und haben gesagt, okay,
Das besorgen wir jetzt erstmal, das stellen wir auf einen LKW-Auflieger und dann brainstormen wir weiter. Also wir gucken, was wir dann daraus machen wollen. Und ja, da ist einiges entstanden und genau das wollen wir euch heute in diesem Planungsvideo, also wie unsere Gedanken waren, wie es eben zu diesem mobilen Haus gekommen ist, was wir jetzt aufbauen wollen und was alles dahinter steckt. Also los geht's. Phase 1. Wie soll das ganze Objekt aussehen? Ihr müsst euch das so vorstellen. Hier hängt ein Traktor mit 200 bis 250 PS. Dann kommt hier die Dolly und hinten dran kommt unser 13,90 Meter langer LKW-Auflieger. Okay, so, das ist die Grundkonstruktion. Und wir haben dann große landwirtschaftliche Reifen unterhalb von diesem LKW-Auflieger und mit dem können wir dann um die Welt fahren. So war unser Grundgedanke. Wir haben noch einige LKW, Edelstahl, Staukästen unten drunter, also 10 Stück. Da bauen wir eine Outdoor-Küche mit ein, also die, was wir dann, also Klappe hoch, Outdoor-Küche raus, zwei Herdplatten, zwei Grillplatten und dann können wir da außen draußen dann auch grillen, wenn wir halbe Sau auf der Straße finden. Ja, also so war der Grundgedanke. Und dass ihr euch jetzt mal so einen Überblick machen könnt, beschreibe ich das jetzt mal anhand von unseren Sodass ihr euch ein visuelles Bild machen könnt, gehe ich zunächst einige Bilder mit euch durch, sodass ihr einen Rundumblick in unser Wohnhaus der Zukunft haben könnt. Als erstes kommt ein großer Traktor. Der muss richtig viel PS haben, sodass er uns aus jedem Dreck rausziehen kann. Danach kommt die Dolly. Die Dolly ist im Endeffekt nur eine kleine Finte, sodass wir als landwirtschaftliches Zuggespann gelten und eben nicht als LKW. Danach kommt unser LKW-Auflieger. Auf diesen kommt unser 40 Fuß Hi-Cube-Container und ein 5 Fuß Hi-Cube-Container als Technik-Container. Das erste, was wir machen werden, ist in unseren 5 Fuß Hi-Cube-Container, also wo die ganze Technik reinkommen soll, schneiden wir ein viereckiges Loch, was man hier oben im Bild sehen kann. Und da kommt als erstes eine Tür rein. Wir werden ihn von vorne über diese großen Flügeltüren beladen. Allerdings werden wir vorne immer von der Tür reingehen, dass wir an unseren Kühlschrank kommen, an unsere Gefriertruhe kommen und an unsere Elektronik, also an unsere Energieeinheit sowie an unsere Fußbodenheizung, aber auch an unsere Kläranlage. Das alles befindet sich in diesem Hi-Cube-Container. Das könnt ihr euch wie folgt vorstellen. In dem Hi-Cube-Container kommt auf zwei Ebenen wird das Material aufgebracht. In der untersten Ebene kommt unsere Share-Heizung, die 10.000 Watt abgibt. Danach kommt ein 500-Liter-Tank mit Diesel oder Heizöl, der die Share-Heizung, also unsere Fußbodenheizung und Heizleistenheizung, dann eben mit Kraftstoff zur Verfügung steht. Auf der zweiten Etage kommt unser EasyGrid-System. Das EasyGrid-System hat 20 Kilowattstunden und einen 10.000 Watt Quattro-Wechselrichter von Victrum. Und mit dem Wechselrichter, das ist eben besonders, also da gehen wir mit unserer 10.000 Watt Photovoltaikanlage, speisen wir über Mikrowechselrichter ein und haben eben dadurch in der Regel immer ausreichend Strom. Wenn das einmal nicht der Fall sein sollte, haben wir ein Elektroaggregat dabei, also einen Stromerzeuger. Der kann dann wieder die 20 Kilowattstunden Batterien auffüllen, sodass wir nachts keinen Lärm haben müssen. Das ist sehr positiv. Wir können uns natürlich auch an ein 320 Volt Kabel hängen oder an 400 Volt, aber auch an den normalen 230 Volt Stromanschluss, also ein Haushaltsstromanschluss.
Da haben wir uns eine Finte überlegt, dass wir eben drei verschiedene Sicherungskästen in dem Technik-Container anbringen. Und wir können mit drei Kabeln vom Haushaltsstrom, also von einem Haus, wenn wir die drei Sicherungskästen damit befüllen, können wir all unsere elektronischen Geräte, wie zum Beispiel unsere Infrarotkabine, unsere Herdplatten, unsere elektronischen, aber auch unseren Gefrierschrank, dass wir das alles damit bedienen können, wenn wir ans Stromnetz gehen wollen. Was dann auch noch mit in unseren Technikcontainer kommt, das ist eben unser wahnsinnig energiesparender Kühlschrank und eben auch Gefrierfach. Da haben wir jeweils 80 Liter. Das ist sehr gut und reicht auf jeden Fall aus. In den Technikcontainer selber wird auch noch die Kläranlage eingebaut, also ein großes Filtersystem, wo wir von 100 Meter Entfernung das Wasser in unsere 1000 Liter Wassertanks pumpen können. Das ist das Ziel. Wir haben dann die Solarflächen, wie sie auf unserem Dach verteilt werden sollen. Also wir bauen drei verschiedene Solarkreise auf. Also wir haben einmal den grünen, wir haben einmal den türkisen und einmal die Farbe, die Männer nicht erkennen können. Wir nennen sie in diesem Fall rot. Was es nicht ist, aber es ist violett. So. Also wir haben also drei verschiedene Kreise. Es wird aber alles über Mikrowechselrichter eingespeist. Also wenn irgendein Mikrowechselrichter ausfällt, ist das kein Problem. Dann fällt nur diese eine Solarplatte aus. Das ist an sich die komplette Absicherung, die wir von unserem Stromnetz haben. Da wir uns natürlich auch fragen müssen, warum wir diesen ganzen Strom benötigen, kommen wir nun zum Interieur, also zum Innenraum. Also wir haben ja einmal auf dem Dach die Solarfläche und haben sie eben auch an der Seite. Also wir müssen uns immer gehend Richtung Sonne stellen, sodass wir die 10.000 Watt auch wirklich ausnutzen können. Das bedeutet aber auch, wenn wir diesen Strom zur Verfügung haben, können wir natürlich wie ein ganz normales Haus auch frei leben. Ja, und genau das wollen wir tun. Das bedeutet, wir haben drei große Räume in unserem 12 Meter langen Seecontainer, die wir aufteilen wollen. Also wir haben einmal das Wohn- und Ess- bzw. Küchenzimmer. Also in dem ersten Zimmer seht ihr auf der rechten Seite unsere Essecke, das kleine Schwarze. Das ist unser Tiny Tube, also das ist unser Mini-Holzofen. Dann haben wir direkt nach der Eingangstür befindet sich unsere Küche. Das nächste Zimmer, das sich genau in der Mitte befindet, das ist unser Badezimmer. Da ist auf der rechten Seite, das ist unsere Infrarotkabine. Dann haben wir eine kleine Badewanne, die befindet sich in der Mitte, und auf der linken Seite haben wir unsere Trockentrenntoilette. So der momentane Plan. Wenn wir durch die nächste Tür gehen, also gehen Richtung dem linken Zimmer, dann haben wir da ein Bett, das höhenverstellbar ist, also das läuft durch Eisenschienen und kann mit einer Handkurbel nach oben und nach unten gekurbelt werden. Wenn das Bett nach ganz oben gekurbelt ist, ist eine Couch für drei Personen mit einem Palettentisch, worauf wir dann abends unseren Laptop stellen und eine Netflix-Serie oder ähnliches anschauen können, wenn wir unsere LTE-Antenne aufs Dach gebaut haben, können wir dann weltweit einfach das Internet empfangen. Die zwei Klimaeinheiten seht ihr einmal rechts, also im Wohnzimmer, und einmal seht ihr das im Schlafzimmer, sodass wir beide Räume mit unserer Luftwärmepumpe kühlen, aber auch wärmen können. Da wir ausreichend Stauraum auch noch zusätzlich brauchen, haben wir uns dafür entschlossen, dass unsere Sitzecke,
komplett hohl ist und wir innen drinnen ungefähr 500 Kilogramm Nahrung oder andere schwere Dinge aufbewahren können. Unterhalb der Infrarotkabine und unterhalb unserer Badewanne sowie der Trockentrenntoilette haben wir ganz große Schübe eingebaut, die 1 Meter lang sind und 45 Zentimeter breit sind. Also da haben wir auch noch elendlich viel Stauraum. Aber das war uns immer noch nicht genug. Und so haben wir eben komplett, was wir hier sehen, einmal die weißen Oberlichtschränke, haben wir 10 1 Meter lange große Oberlichtschränke eben mit angebracht, sodass wir so gut es geht all unser Material im Container aufbewahren können. Und was wir nicht im Container aufbewahren können, können wir dann eben in unseren Edelstahlboxen, in unseren 5 Edelstahlboxen auf jeder Seite des LKW-Aufliegers dann eben noch unterbringen und auch wiederum verschließen. Da sind wir sehr gut ausgestattet. Und damit man sich auch in den Räumen wirklich wohlfühlen kann, haben wir uns bei der Küche dazu entschlossen, eine große geräumige Küche einzubauen, also einmal mit einem Gaskochfeld und einmal mit einer Induktionsherd oder 2 Induktionsherdplatten. Wir haben dann eine große Spüle und haben aber auch einen separaten Gasofen, sodass wir auch jederzeit ein Brot backen können, ein Hähnchen oder was auch immer uns da so vorschwebt, ein Auflauf oder sonstiges. Die Sitzecke, die eben dann auch als Schlafplatz für Scharnier fungiert, haben wir genau so breit gewählt, dass Scharnier gut schlafen kann. Wir allerdings auch, wenn wir beim Abendessen oder beim Arbeiten sind, für unseren Blog oder für unseren YouTube-Channel, dass wir gut eben da sitzen können. Bei unserem Tiny Tube Holzofen haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, weil wir können ihn zum einen mit einem Pizzastein benutzen, also dass wir uns Pizza machen können. Wir haben einen Grillrost innen drinnen, sodass wir uns Steaks oder Bratwürste grillen können. Und wir haben oben eine Herdplatte, sodass wir auch, falls wir keinen Strom, aber auch kein Gas mehr hätten, dass wir immer noch mit Holz zusätzlich kochen könnten. Also wir haben uns eine Redundanz eingebaut. Die Klimaanlage ist so angebracht, wenn wir auf unserer Eckcouch, weil es ist ja mehr eine Couch, wir haben 10 cm dicke Sitzauflagen, also das wird eher so ein Lümmelbereich als jetzt so wirklich eine Essecke, wenn wir da sitzen. Dann haben wir eben von oben auch die Klimaanlage oder die Luftwärmepumpe könnt ihr natürlich auch heizen und wir hätten an der Wand noch 3 Infrarotheizplatten, falls wir auf diese Art heizen wollen. Wir haben aber auch, wie schon vorher besprochen, die Scherheizung mit der Fußbodenheizung und aber auch mit den Heizleisten, wo wir insgesamt für diesen Container auf 10.000 Watt kommen. Aber da kommen wir gleich noch drauf, das beschreiben wir noch ein Ticken genauer. Bei der Küche, das könnt ihr anhand des Küchenplans sehen, gibt es einige Besonderheiten. Also wir haben uns zunächst einmal dafür entschlossen, dass wir eine Alugasflasche verwenden, die man überall auf der Welt selbst an PNG-Zapfsäulen wieder auffüllen kann. Das war uns wichtig, weil es ist in einigen Ländern es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt an Campinggasflaschen zu kommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen hier mit allen weltweiten Adaptern arbeiten, sodass wir so gut es geht überall auf der Welt eben Gas für unsere Alugasflasche herbekommen können, sodass wir auch jederzeit wieder mit Gas kochen können. Wir haben neben unserer Gasflasche einen relativ kleinen Abwassertank, weil wir relativ häufig dieses Wasser eben tauschen werden und uns das Trinkwasser in Form von 1000 Litern deutlich wichtiger war als eben, sagen wir mal so, als einen riesengroßen Abwassertank. Weil in der Regel benutzen wir kein Spülmittel
Und von daher gesehen, wenn man kein Wasser schmutzig macht, ist es auch kein Abwasser, sondern da sind dann ein bisschen Speisereste mit dabei und es darf dann auch in die Natur. Die größte Besonderheit, die wir in der Küche haben, ist unser 200 Liter Wassertank, den wir in die Küche, in den Sockel integrieren. Die anderen zwei großen Wassertanks mit jeweils 400 Litern, die befinden sich direkt unter unserem Speisetisch und unter unserer Sitzecke. Da können wir nochmal 800 Liter Wasser abspeichern. Jetzt wird es langsam etwas komplizierter. Also wir kommen zu unserem Wassersystem. Also wir bekommen von außen über einen Fluss, über einen See, über einen Wasserhahn, also von einer Wasserquelle bekommen wir Wasser. Dann fließt dieses Wasser in unser Befüllungssystem, in einen sogenannten Vorfilter. Der Vorfilter filtert Schwebstoffe raus, kommt dann in eine Kläranlage, also wie man sich eine Kläranlage vorstellt mit Filtersystemen. Und dann werden drei verschiedene Wassertanks mit diesem Wasser gefüllt. Wenn sie überlaufen würden, haben wir einen weiteren Schlauch eben ganz oben an den Wassertanks angeschlossen, sodass das Wasser dann auch wieder nach außen rauslaufen kann und wir eben nicht Gefahr laufen, dass wir eben einen Wasseraustritt ins Fahrzeug haben können beim Befüllen der Tanks. Das war uns sehr wichtig, sodass man sagt, okay, man muss nicht auf die Sekunde genau darauf achten, wenn wir jetzt die Tanks befüllen. Also das war ein wichtiger Punkt. Von den Wassertanks geht es raus und geht dann eben über eine Wasserpumpe, geht Richtung unserer Heizanlage. Also es fließt einmal das Kaltwasser ab und einmal dann über die Heizanlage das Warmwasser. Und dann geht es in unsere Heizkreisläufe, also zur Fußbodenheizung, zu den Heizleisten, zu unserer Badewanne oder dann in die Küche, sodass wir da auch das Wasser abnehmen können. Eine Outdoor-Dusche, da haben wir uns dagegen entschlossen, weil wir gesagt haben, rein aus der Erfahrung, was wir mit anderen Weltreisenden hatten, die Outdoor-Dusche wurde so selten benutzt, wenn man innen drinnen gemütlich in seiner Dusche oder Badewanne sitzen kann. Das macht man eigentlich nicht. Oder man fährt dann an einen See und springt einfach rein und wäscht sich da. Also das war für uns jetzt nicht so wichtig. Wir haben zwei Abwassertanks. Wir haben einmal im Badezimmer einen Abwassertank und wir haben einmal in der Küche einen Abwassertank. Einmal in der Küche mit 80 Litern und einmal im Badezimmer mit 150 Liter, sodass wir zwei Badewannenfüllungen eben nicht ganz unterbekommen. Aber wenn man jetzt sagt, man hätte einmal gebadet und würde noch den Urin oder wie auch immer für eine gewisse Zeit, für eine Woche oder zwei sammeln, dann wäre es immer noch nicht problematisch. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir in der Regel den Urin über unsere Trockentrenntoilette eben separat auffangen oder über unseren, also wir haben ein Urinal auch mit dabei, das wird auch in einem Container aufgefangen. Nur wenn es jetzt längere Zeit nicht gehen würde, dass man sagt, man steht länger an einem Platz, dann könnte man den Hebel umlegen und könnte den Urin auch in den großen Abwassertank fließen lassen, sodass wir bis zu 2 Monate oder 3 Monate da Urin auffangen könnten und wir immer noch kein Problem haben. Je nachdem, wie sparsam wir bei allem sind mit Wasser und eben Abwasser. Also das würde dann noch funktionieren. Ja, kommen wir jetzt noch zum komplizierten Part Elektronik. Also wir sind ein echtes Haus und so ist es dann leider auch aufgebaut, dass die Elektronik wahrlich nicht einfach gestaltet ist. Also wir haben unsere Solaranlage, die geht in unser Easy Grid System. Vom Easy Grid System haben wir den Stromausgang in drei Sicherungskästen. Von diesen drei Sicherungskästen gehen dann knapp 40 Kabelstränge in den Wohncontainer und verteilen sich dann über den ganzen Wohncontainer, wo sie wiederum neue
Schaltkreise bilden. Unsere Hauptstromabnehmer ist natürlich die Beleuchtung. Die haben wir aus der Feuerwehr und aus den Rettungswägen. Das haben wir aus einem Grund so beschlossen, weil man diese Lampen auf verschiedene Arten und Weisen nutzen kann. Also entweder hat man wahnsinnig viel Licht und man kann locker und leicht filmen, oder man kann es eben so weit dimmen, dass man kaum einen Stromverbrauch hat und trotzdem sich komplett wohlfühlen kann. Zwei Stromabnehmer, die wir haben, sind auf jeden Fall unsere Klimaanlagen. Wir haben einen Ventilator, also wenn wir sagen, wir heizen mit unserem Holzofen, haben wir einen großen Deckenventilator, dass die warme Luft wieder nach unten gepresst wird. Wir haben ein Belüftungssystem, dass wenn wir nur mit dem Holzofen heizen, dass dieses Belüftungssystem die warme Luft in alle anderen Wohneinheiten auch noch befördert. Also dass wir sagen, damit können wir auch das Badezimmer und aber auch das Wohnzimmer eben mit Wärme versorgen. Also wir könnten auch komplett einfach nur mit Holz heizen, wenn wir uns das wünschen würden. Dann haben wir natürlich unsere Küche, ganz klar die normalen Stromabnehmer, die Heizplatten. Wir haben dann auch einiges an Beleuchtungstechnik noch. Wir haben unsere Infrarot-Heizkörper noch direkt. Also wenn man sagt, dass man kommt von draußen rein, ist es wirklich Herbst oder Frühling und man will einfach nur schnell einen warmen Rücken haben, dann schalten wir natürlich nur ganz kurz die Infrarotheizplatten an und sofort ist es uns muckelig warm. Einer unserer größten Abnehmer ist auf jeden Fall die Infrarotkabine. Da werden wir am Tag ungefähr 2 Kilowattstunden benötigen, dass wir auch unseren Wellness-Tempel zu jeder Zeit nutzen können. Insgesamt steht uns meistens, wenn wir den Durchschnitt berechnet haben, ca. 12 bis 25 Kilowattstunden pro Tag zur Verfügung und da kommen wir auf gar keinen Fall hin. Also das schaffen wir nicht, außer wir würden mit Strom heizen. Das, was wir wahrscheinlich nicht tun werden, sondern wir werden kühlen und wenn wir kühlen, also die Klimaanlage betätigen, dann brüllt eh die Sonne von oben runter und wir haben ausreichend Strom. Wir haben noch eine Mini-Waschmaschine mit dabei, also da haben wir uns was ganz Spezielles überlegt, da könnt ihr noch sehr gespannt sein. Das sollte man oder dürfte man auf gar keinen Fall so verwenden und wir brücken einige Sicherheitsschalter, dass es trotzdem funktioniert. Aber das ist die genialste Lösung für unterwegs. Das ist eine 3,5 Kilogramm Waschmaschine, die nicht einmal größer ist als so und gerade mal so hoch. Ideal. Was Besseres haben wir nicht gefunden. Man dürfte es auf gar keinen Fall verwenden. Wir werden euch das aber zeigen, dass man es trotzdem verwenden kann. Oder wir hoffen zumindest, dass man es verwenden kann. Wir sind guter Dinge. Natürlich ist dann im Schlafzimmer sind noch einige Lampen. Allerdings ist auch beim Schlafzimmer, was reinwärts kommt, unsere LTE-Anlage und aber auch, wo die WLAN-Signale aufgefangen werden, da brauchen wir auch noch einiges an Strom. Im Technik-Container, da möchte an sich alles Strom haben. Also die Share-Heizung benötigt Strom für die Umweltpumpe. Sie benötigt aber auch Strom für die Dieselpumpe. Wir benötigen für die Wasserpumpen Strom. Und wir benötigen auch Strom, dass wir Wasser von außen aus einem Fluss in unser mobiles Haus auch pumpen können, sodass wir die nächsten 1000 Liter Wasser wieder haben. Also man hat deutlich mehr Stromabnehmer, was an sich jeder erstmal so denkt. Also wo wir am Anfang offeriert haben bei unseren Sponsoren, dass wir eine 10.000 Watt Photovoltaikanlage aufs Dach und auf die Seite knallen wollen, dann hat uns erstmal jeder den Vogel gezeigt und hat gesagt, also das braucht ihr niemals, das ist viel zu übertrieben und. Und dann haben wir erstmal die Hochrechnungen angestellt und haben gesagt, wir wollen im vollumfänglichen Luxus leben und dass wir digitale Nomaden sein können in allen Belangen
Und eben auch, dass wir uns nicht einschränken müssen. Egal, ob das der Filmschnitt ist, egal, ob das Podcast ist, egal, ob das Programmieren ist, ob das SEO-Marketing ist, ob das mit unseren Büchern zu tun hat, ob das mit unserem Wildnisschulnetzwerk zu tun hat, ob das mit unserem Feuershow-Netzwerk zu tun hat, ob das mit unserem Preisvergleichssystem der Erlebnisgalaxie mit 1,2 Millionen Produkten zu tun hat, das war uns egal. Auch unser Hauptpferd, also unser soziales Projekt, sollte ja immer größer und noch größer werden. Also brauchen wir Saft, wir müssen unsere Festplatten, wir brauchen Netzsysteme, das muss alles laufen. Und nachdem wir das dann eben vorgeführt hatten und eben auch gezeigt hatten, dann, ja, okay, das, ja, ich glaube, ihr braucht es doch. Ja, und? Man kann nie zu viel haben. Zu viel Strom gibt es nicht. In meinen Augen gibt es nicht zu viel Strom. Und wenn, dann koche ich halt ein bisschen mehr. Oder ich setze mich außen hin und habe rundherum um meinen LKW riesengroße LED-Spots an und ich sehe aus wie ein UFO und dann ist das auch cool. Also regenerative Energien, die ja einfach reinkommen. Also wenn ich diese Anfangsenergie investiert habe, warum sollte ich dann das Maximale nicht nutzen? Also das war unser Gedanke. Und dass wir eben so wenig Energie wie möglich brauchen, haben wir uns für eine Isolation der Superlative entschieden. Kommen wir als erstes zu unserem Wandaufbau. Wir haben ja nicht nur Fenster, aber die Fenster, das ist schon was Geniales. Also da haben wir von Schüco Fenster bekommen mit 47 Dezibel Schallschutz und einem U-Wert, dass man sich nur den Schlabberlatz umbinden kann. Also wir sind hochenergieeffizient. Das war uns sehr, sehr wichtig. Allerdings hatten wir riesengroße Probleme, wie wir das umsetzen können, dass wir eben solche speziellen einbruchhemmenden Fenster plus Schallschutz plus einen sehr guten U-Wert kombinieren und aber in jeder Höhenlage parken können, ohne dass es die Scheibe zerreißt. Also brauchten wir Ventile, dass der Druckausgleich stattfinden kann. Aber Ventile nehmen wieder andere Bestandteile von den Fenstern weg, sodass man immer wieder irgendwo was einbüßt. Also das war gar nicht so leicht, hier die Superlative rauszuholen, aber wir haben es schon mal, ja, hingebracht. Unsere Fenster sind mausgrau und da freuen wir uns schon tierisch, wenn wir die einbauen dürfen. Bei unserer Trapezwand, also wir haben ja die Containerwand und die Trapeze, die innen drinnen sind, die füllen wir mit Styropor aus. Dieses Styropor wird mit einem Bauschaumkleber eingeklebt, also der wird aufgesprüht, eine Minute lang geht er auf und dann wird es aufgeklebt. Als nächstes kommt eine Schicht Amazin. Die Isolationsschicht ist ungefähr ja, so 1,5 cm dick. Danach kommt eine Schicht Isofer, also eine lärmschutzhemmende ja, Glaswolle. Dann kommt eine Schallschutzschwerfolie, also wo 35 Dezibel rausfiltert. Danach kommt eine Rügips Habitoplatte und dann kommt eine, also da schmieren wir dann eine Entkopplung drauf, also dass die erste Habitoplatte, die erste Rügipsplatte von der zweiten Rügips-Habitoplatte entkoppelt ist. Und es wird auf die Trockenbaustände aufgebracht. Also wir haben dann zwei Habitoplatten hintereinander und kommen dann insgesamt auf einen Schallschutzwert von 60 Dezibel und wir können in die Habitoplatte einfach hineinschrauben, also wie mit also ganz normale Schrauben, also Trockenbauschrauben reinschrauben und wir können an jede Schraube sage und schreibe 60 Kilo dranhängen und es bricht nicht aus. Also das war unser größtes Ziel, sodass wir auch ungewöhnliche Konstruktionen wie zum Beispiel das höhenverstellbare Bett
auch wirklich realisieren können. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ganz ehrlich, irgendwann kommt man natürlich auf ein gewichtstechnisches Problem. Denn Schallschutz, warum gibt es jetzt Caravans und aber auch die Zirkuswägen grundsätzlich ohne Schallschutz? Das ist eine ganz einfache Sache, weil Schallschutz wiegt. Es gibt kein Material, das nichts wiegt, aber unglaublich viel Schall schluckt. Das ist einfach eine infame Lüge. Schallschutz ist einfach schwer. Und jetzt mussten wir im Endeffekt eine Kompromisslösung finden, sodass wir zwischen, ja, wir dürfen insgesamt nur 40 Tonnen wiegen, also als gesamtes Konstrukt. Das bedeutet, wir müssen gucken, okay, 7 bis 8 Tonnen darf unsere Zugmaschine, also unser Traktor wiegen, 1,2 Tonnen darf unsere Dolly wiegen, 6 bis 6,4 Tonnen darf unser LKW-Auflieger wiegen und obendrauf haben wir dann den Rest noch einfach übrig. Ja, und dann haben wir Excel-Tabellen angefertigt. Excel-Tabellen. Wir haben ja alles Material, haben wir ja gesponsert bekommen, also über Sponsoren. Weil jeder war von unserem Projekt begeistert und hat gesagt, um Gottes Willen, ein energiesparendes Haus auf Rädern mit 40 Tonnen. Wie wollt ihr das machen? Das ist vollkommen unmöglich. Also das werdet ihr niemals schaffen. Aber wir sind dabei, weil wir finden es einfach geil. Es ist ein mega geniales Experiment. Und ja, das ist es. Es ist ein mega krasses Experiment. Wir haben keine Ahnung, ob es klappt oder nicht, aber wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Also haben wir uns alles in Excel-Tabellen zusammengeschrieben und sind genau auf 39,4 Tonnen gekommen, wenn wir für 3 Monate Nahrung mitnehmen, wenn wir all unser Material mitnehmen und wenn wir 1000 Liter Wasser und 100 Liter Abwasser dabei haben. Das bedeutet, das ist alles ganz schön knapp. Also haben wir uns für alles, was nicht unbedingt sein musste, für Leichtbauweise entschieden. Also der LKW-Auflieger, der hat ja diese Füße, also worauf er steht, wenn man es runterkurbelt. Da haben wir uns dann für Alufüße entschieden, weil dadurch konnten wir 60 Kilogramm sparen. Wir haben uns für andere Felgen entschieden, weil da kann man sich nochmal 4 Kilogramm sparen. Also wir haben überall gespart, nur dass es ein mobiles Haus wird, das einfach einen Charakter von einem Haus hat. Das war uns besonders wichtig. Also egal, wo wir uns hinstellen, egal, wo wir uns abstellen, soll es eben so sein, dass wir von dem Außenlärm nichts mitbekommen. Und wenn wir natürlich an einem wunderschönen Platz stehen, wie zum Beispiel in Montenegro, im Tara Canyon, also im zweitgrößten Canyon der Welt, dann wollen wir natürlich die Natur genießen. Also gehen wir raus, hängen unser Sonnensegel hin, setzen uns unten drunter und schauen in die freie Natur und arbeiten an unseren Projekten. Und das war unsere Idee. Also da wollten wir hin. Aber was machen wir, wenn die Welt zum Beispiel uns in kalte Regionen treibt? Dann müssen wir ja heizen. Und wir sind ja jetzt gerade, sind wir in Schweden. Und wir hatten jetzt dieses Jahr in der kältesten Periode hatten wir minus 36 Grad. Und ja, uns haben viele Heizungsbauer beraten. Und immer wieder, ja, mit 3000 Watt, da müsstet ihr hinkommen. Ja, da müsstet ihr hinkommen. Ja, aber ich will nicht hinkommen. Ich will nicht hinkommen, sondern ich will, wenn es da draußen 40, 45 Grad minus hat und der Sturm tobt mit 75 oder 80 km/h, dann muss mein Heizsystem zu 100% funktionieren und ich muss innen drin mit meiner Badehose sitzen und mich wohlfühlen oder noch in die Infrarotkabine gehen. Und warum? Weil ich nur dann Abenteuer erleben kann. Ich muss eine, ja, eine Safe Zone haben. Ich muss eine Sicherheitszone haben, dass ich sage, okay, wenn ich da rausgehe und ich gehe über die gefrorenen Seen, ich mache da meine Survival-Aktionen, ich mache da mein Ding, dann brauche ich einen Rückzugsort. Dann kann ich nicht sagen, ich komme einfach zurück, weil jetzt ist was schief gegangen und dann komme ich rein, dann ist es in meiner Bude noch kälter wie draußen. Ja, dann habe ich als Prepper, dann habe ich als Mensch, der auf Sicherheit achtet, dann habe ich vollkommen verloren. Dann habe ich mir nicht das Richtige gemacht. Also haben wir uns eine Heizungsanlage zusammengestellt,
die wie folgt aufgebaut ist. Wir haben zum einen haben wir drei Heizkreise von der Fußbodenheizung. Also wir haben einen Heizkreis für unser Wohn-Essbereich, wir haben einen Heizbereich für unser Bad und wir haben einen Heizbereich für das Schlafzimmer bzw. Wohnzimmer. Wir haben dann aber auch nochmal Heizleisten. Und wir haben nicht irgendwelche Heizleisten, sondern wir haben Doppeldecker-Heizleisten. Das bedeutet, wir haben unten eine Heizleiste und oben drüber nochmal eine. Das bedeutet die doppelte Wärmeenergie. Und so hat unsere Fußbodenheizung ca. 4000 Watt und unsere Heizleisten, die einmal durch den kompletten Container in Orange laufen, haben wir nochmal 6000 Watt. Das bedeutet, wir könnten, wenn es draußen minus 50 Grad Celsius hat, könnten wir im Raum mit der Isolation, also mit diesem Isolationswert, den wir haben, könnten wir immer noch 27,5 Grad hinbekommen, laut der Hochrechnung. Das bedeutet, wir sind im besten Maße geschützt und können noch zusätzlich den Holzofen befeuern, sodass wir es noch muckeliger hätten. Das bedeutet, wenn die Luftwärmepumpe nicht geht, geht unsere Heizölheizung. Wenn die Heizölheizung nicht geht, können wir die Luftwärmepumpe nutzen. Wenn die Luftwärmepumpe und unsere Heizölheizung nicht geht, können wir den Holzofen oder unsere Infrarot-Wärmeplatten nutzen. Also wir haben allein hier schon eine doppelte bis dreifache bis vierfache Redundanz erschaffen. Wenn wir nicht kühlen können, weil unsere Klimaanlage nicht möchte, haben wir einen Deckenventilator und ein Belüftungssystem. Wir haben also immer eine Redundanz eingebaut. Worauf ihr euch am meisten freuen solltet, ist, wie der Container oder das mobile Haus auf Rädern später ausschauen soll. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, dass der ganze Container im Steampunk-Style und im Retro- und Vintage-Style aufgebaut werden soll. Aber hier wollen wir noch nicht so viel verraten. Wir haben uns für spezielle Filztapeten entschieden. Wir haben uns für ja, spezielle Holzsorten entschieden und so weiter und so fort. Aber es muss ja noch ein bisschen spannend bleiben. Also bleibt schön dran und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.